Hallo ihr wunderbaren Auto-Enthusiasten da draußen und willkommen zurück zu Cartopia TV und willkommen zu einer weiteren Episode von Car Guys Paradise, Paradiese für Auto-Enthusiasten. Wir sind aktuell auf einer großen Tour mit unseren schönen Dreier Cabrios für den mit E36, E46 Verein und wir haben einen Zwischenstopp in der Gesundheit. Und wir haben einen Zwischenstopp in Österreich gemacht. Genauer gesagt sind wir am Salzburger Flughafen und die Kenner unter euch werden jetzt sagen, oh mein Gott, ich weiß, wo er ist. Und für alle, die es nicht wissen, hier ist ein kleiner Tipp. Max Verstappen is Champion of the World! Das ist korrekt. Wir sind im berühmten Hangar 7 von Red Bull. Das erste Mal, dass ich hier bin tatsächlich. Und hier drin sind ja nicht nur Red Bull Autos, sondern auch Flugzeuge und Hubschrauber und alles, wie man sehen kann. Also schauen wir uns mal die Halle an. Ich muss sagen, die Atmosphäre hier ist absolut irre. Die Beleuchtung, dadurch, dass das alles Glas ist, ist eigentlich perfekt, muss man sagen. Und ja, jetzt aber zu den Exponaten. Fangen wir mit einem Bereich an, mit dem ich mich sehr gut auskenne. Formel 1 und nicht nur Red Bull Autos sind hier drin, sondern auch Autos des Schwesterteams des Kleinen. Das ist nämlich der 2008er Toro Rosso STR 03. Um genau zu sein, ist das hier das genaue Auto, mit dem Sebastian Vettel seinen ersten Rennsieg in Monza eingefahren hat. Der erste Sieg für das Team, der erste Sieg für ihn und damals auch dadurch der jüngste Sieger in der Formel 1 Geschichte. Der Grund, warum Vettel diesen unglaublichen Sieg einfahren konnte, ist, weil das Auto hat eine andere Gewichtsverteilung. Mehr Gewicht war auf der Hinterachse. In Monza hat es ja an den zwei Tagen viel geregnet, deswegen hatte er mehr Grip beim Beschleunigen aus den engen Schikanen und konnte somit besser beschleunigen. Und das hat ihm halt geholfen, da seinen ersten Sieg einzufahren mit tatsächlich ein bisschen einem Abstand. Es war nicht knapp, das Rennergebnis. Er hat tatsächlich mit viel Abstand gewonnen. Damals waren die Autos ja noch angetrieben mit einem 2,4 Liter V8 Saugermotor, in diesem Fall von Ferrari, welcher so vielleicht 750 PS produziert, was im Vergleich zu heute deutlich weniger ist, muss man sagen. Aber der Sound ist halt einfach affengeil. Interessanterweise, Vettel hat ja seinen Autos immer Spitznamen gegeben und der Spitzname von diesem Auto war Giulia. Jetzt haben wir auch ein Auto, das Giulia heißt, einfach weil es ein Alfa Giulia ist. Was jetzt nicht so beeindruckend ist, das Krasse ist aber, sein 2017er Auto hat er Gina getauft, nachdem ich mein erstes Auto Gina getauft habe. Also irgendeine Art Verbindung besteht anscheinend zwischen uns. Auf jeden Fall, dieses spezielle Auto ist in der Markengeschichte von Red Bull ein ganz besonderes, denn lustigerweise, Red Bull gab es ja zu der Zeit auch schon in der Formel 1, aber Red Bull hat nicht ihr erstes Rennen gewonnen bis 2009. Toro Rosso war tatsächlich zuerst da. Und man muss einfach auch sagen, es tut mir leid, Alpha Tauri heutzutage, aber nichts ist vergleichbar mit dieser Lackierung. Nicht nur ist es eine eindeutige Verbindung zum Red Bull Team, ich meine, da ist im wahrsten Sinne ein Red Bull auf der Seite des Autos. Es sind auch einfach geile Farben, es war immer gut erkennbar und gut unterscheidbar vom Red Bull. Und Alpha Tauri heutzutage ist einfach so eine nichtssagende Farbkombination. Also wenn Sie sich jemals anders überlegen, zurückzukehren zu Toro Rosso, würde ich mir sehr wünschen, denn das da ist, wie ein Formel 1 Auto aussehen soll. Ich bin zwar nicht der größte Flugzeugtyp, aber zwei Sachen weiß ich. Erstens, da drüben fliegt gerade ein Flugzeug weg, ein Propellerflieger, deswegen, jetzt fliegt er gerade, deswegen ist es etwas lauter. Und zweitens, das hinter mir ist ein spezielles Kunstflugzeug. Es ist nämlich ein Flugzeug des Red Bull, ja, Air Races. Anhand des überraschten Gesichtes, denke ich, ist es eine Edge 540. Diese Flugzeuge sind wirklich nicht zu unterschätzen und die Flieger auch nicht. Eine Zeit lang sind sie mit diesen Kunstfliegern, mit diesen recht kleinen Fliegern doch, ich meine, ich bin fast größer wie die gesamte Karosserie, sind sie über 10G geflogen.
Formel-1-Fahrer erreichen höchstens 6G vielleicht. Red Bull Air Race-Piloten bei manchen von den Manövern, vor allem wenn sie hochziehen, schaffen bis zu 10G. Also das Zehnfache ihres Körpergewichtes. Was wirklich krass ist, die haben eigene Anzüge an, damit sie so vollgepumpt werden, damit nicht jedes Organ in ihrem Körper einfach nach unten sinkt und sie kein Blut mehr in ihrem Kopf haben und keinen Sauerstoff mehr kriegen. Also absolut irre, diese Dinger. Und natürlich ist es ein von Red Bull gesponsertes Event und es ist ein Red Bull gesponsertes Flugzeug. Also natürlich steht es hier drin. Was viele ja vergessen in der Geschichte von Red Bull in der Formel 1 ist, dass sie nicht nur seit 2005 ein eigenes Rennteam und seit 2006 ein zweites Team haben, sie waren auch Titelsponsor und das schon seit 1995 für das Sauber-Team. Dieses spezielle Auto ist nicht hier, aber dafür haben wir weitere. Das hier, das von 1996. Der C17 von 1998, dem C19 aus dem Jahr 2000 und dem C20 von 2001. Was ich tatsächlich auch übersehen habe, ist, dass ein weiterer Titelsponsor von Sauber neben Red Bull damals auch Petronas war, der natürlich bekannterweise heutzutage das Mercedes-Team sponsert. Also auf diesem Auto sind im wahrsten Sinne zwei der größten Marken der Formel 1 heutzutage verbunden auf dem Auto von Sauber, das ja heutzutage unter dem Namen Alfa Romeo immer noch fährt. Also drei verschiedene Teams sozusagen kamen aus diesem einen Auto, was ich ganz cool finde. Außerdem, was ich bisher übersehen habe, was ich ziemlich cool finde, auf dem Sideport oben drauf, das blaue, wenn ich meinen Finger irgendwann drauf kriege, da ist es, da stehen einzelne Sauber Petronas Schriftzüge in ein bisschen hellerem Blau. Was mir nie aufgefallen ist, das sind so diese Details, die man auf Bildern nicht so ganz erkennt, aber dann in echt finde ich ziemlich cool. In diesem Jahr 98 hat ja die Formel 1 eine große Regeländerung gehabt. Schmaler wurden die Autos und sie hatten keine Slicks, sondern Rillenreifen mehr, einfach um die Geschwindigkeit der Autos zu reduzieren. Was nicht lange angedauert hat übrigens. Die Autos wurden schon sehr bald sehr viel komplizierter und wurden schneller, wie man an dem Toro Rosso gesehen hat, den ich vorher gezeigt habe. Und man sieht hier auch schon so ein bisschen die Carbon-Elemente und so weiter. Was bei diesem Auto mir gerade auffällt, was ultra krass ist. Schaut euch mal den Heckflügel an. Der hat drei Elemente, drei Stück, die insgesamt Downforce erzeugen sollen. Also wie erfolgreich das ist, ich weiß es nicht. Eine andere Sache, die mir auffällt, die ich eigentlich ziemlich cool finde, warum sie das nicht weitergemacht haben, verstehe ich überhaupt nicht. Auf der Nase vorne dran ist ein Bereich, der aussieht wie eine tatsächliche Red Bull-Dose. Also warum sie das eigentlich nie ins Formel 1-Design wirklich übernommen haben, außer diese eine Testversion 2005, überrascht mich ehrlich, weil das ist neben dem normalen Logo von Red Bull eigentlich das markanteste Beispiel. Hier haben wir tatsächlich noch einen besonderen Sponsor, den ich jetzt gerade sehe. Parmalat hat dieses Auto auch gesponsert, welcher der Titelsponsor von Brabham in den 80er Jahren war. Außerdem, hier sieht man schon mal die aerodynamische Weiterentwicklung. Wir haben diesen elendslangen Bereich von dem Sideboard hinter zum Spoiler. Also Leute haben damals schon Loopholes gesucht und gefunden, um mehr Downforce zu kriegen, auch mit diesen Sidewings da auf der Seite, die eigentlich ziemlich cool sind. Dieses Auto ist dann schon sehr viel komplizierter von den Farben und so weiter, da immer mehr Sponsoren dazu kamen. Bis 2004 oder 2005 war das ja ganz brutal, bevor sie dann von BMW gekauft wurden. Aber dieses spezielle Auto ist tatsächlich was Besonderes, denn nicht nur ist er gefahren von einem Deutschen, Nick Heidfeld, sondern auch von dem Iceman, einem Rookie namens Kimi Räikkönen. Genau, das war sein erstes Auto, was eigentlich sogar ziemlich geil war. Uns, es war tatsächlich kein schlechtes Auto. Am Schluss war das Team auf dem vierten Platz in den Konstrukteurs-WM, was, glaube ich, die beste Position von Sauber in der Geschichte war. Müsste ich nochmal checken, aber auf jeden Fall ein ziemlich, ziemlich cooles Auto. Und tatsächlich nicht sehr viel komplizierter wie die anderen. Ich meine, damals ging es mehr um Reliability. Und er hat auch nicht so viele schöne Heckspoiler-Elemente wie der andere. Ein bisschen schade. We'll be right back.
das hinter mir ist einer meiner absoluten Lieblingsflugzeuge, muss ich sagen. Das ist die P-38 Lightning. Der Grund, warum ich dieses Flugzeug so mag, ist, weil es ist einfach ein irres Design. Ich weiß nicht, wer dieses Flugzeug designt hat. Wenn ihr es wisst, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Es ist so ein bisschen eine Mischung aus einem Einflügler und einem Kanu. Klingt bescheuert, aber es war einfach ein Multifunktionsflugzeug. Es war sowohl ein Jäger als auch ein Bomber. Und die Daten von diesem Ding sind wirklich ziemlich krass. Dieses monströse Flugzeug hat zwei Propellermotoren mit je 1600 PS ungefähr umgerechnet. Das Flugzeug hatte eine theoretische Höchstgeschwindigkeit von 760 km/h und eine Dienstgipfelhöhe von über 13.000 Metern. Natürlich, auf der Höhe fliegt man so die Höchstgeschwindigkeiten. Klar, der Alpha Jet zum Beispiel ist schneller, der hat so 1000 km/h Topspeed, aber wir reden hier von einem Propellerflugzeug aus dem Zweiten Weltkrieg und das hat schon mal ein ganz anderes Kaliber. Übrigens, ich gehe immer noch und das Flugzeug hat immer noch nicht aufgehört. Das Ding hat eine Gesamtlänge von knappen 12 Meter und eine Flügelspannweite von 15. Ich weiß nicht, ob die Chromfarbe auf diesem Flugzeug irgendeine Funktion hat, vielleicht um Feinde zu blenden oder einfach nur aus ästhetischen Gründen, wer weiß. Aber auf jeden Fall ist das einfach ein absolut irres Flugzeug, cool, dass ich es gesehen habe und es ist auch fast so nah, dass ich es anfassen kann. Aber nur fast überall sind diese Relings, naja. Man soll ja auch nicht unbedingt die Exponate anfassen, weil auf Chromen Schmierflecke siehst du ja auch sofort. Ich probiere es mal nochmal. Hinter mir ist der heilige Gral an Red Bull Formel 1 Autos, denn bevor Mercedes das dominante Team war, das alles gewonnen hat, war Red Bull das dominante Team, das alles gewonnen hat. Das da ist nämlich der RB9 von 2013, ganz besonderes Jahr, das Jahr, in dem Vettel seinen vierten Titel geholt hat und auch den vierten Konstrukteurstitel für Red Bull hintereinander. Während 2010 und 12 eher knapp waren, war 2013 eine der dominantesten Saisons überhaupt, vor allem zu Saisonende. Denn nach der Sommerpause hat Vettel in diesem Auto 9-mal hintereinander gewonnen, was der Rekord ist in der gesamten Geschichte der Formel 1 für die längste Siegesstreak überhaupt. Es gibt ja dieses berühmte Bild, wo Vettel vor seinem Auto so kniet und liegt. Das ist ja, als er gewonnen hat, seinen vierten Titel, was nicht im letzten Rennen war, definitiv nicht. Das hier ist einer der besten und dominantesten Formel 1 Autos in der gesamten Geschichte, so on par mit dem Mercedes von 2016 oder dem McLaren von 1988. Ein sehr, sehr spezielles Auto und mit schon ganz vielen technischen Spielereien, aber im Vergleich zu heute oder vor allem zu 2021 sieht der total simpel aus, tut mir leid. Ja, auf jeden Fall. Das Schmuckstückchen an Formel 1, aber bei weitem nicht das Ende. Es gibt noch ein bisschen, ein paar modernere. Dort drüben unter dem Heck der Mitchell steht der Red Bull RB11 von 2015. Ein siegloses Auto, tatsächlich von Red Bull. Welches aber eine interessante Geschichte hat, und zwar Red Bull ist ja mit dem RB11 in Pre-Season-Testing mit dieser Erlkönig-Camo-Folie gefahren und die Fans haben es geliebt. Sie wollten unbedingt, dass sie mit der Camo-Folie weiterfahren, was Red Bull gesagt hat, was sie nicht machen würden, aber sie hätten eine besondere Überraschung, wenn dann die echte Folie rausgebracht wird. Und sie hatten einen Plan, sie hatten eine tolle Lackierung mit einem Teil der Camo-Folie sozusagen mit im Design mit drin, wahrscheinlich so auf der Seite von dem Auto, und es war alles fertig. Aber dann haben sie irgendwie aus Versehen das Design gelöscht von ihrem PC und mussten auf die Schnelle dann mit diesem Design ankommen. Ja, vielleicht war es schlechtes Glück, vielleicht war es auch nur eine Marketingstrategie, aber auf jeden Fall eine coole Story, wenn sie denn stimmt. Und zu guter Letzt an Red Bull Formel 1 Wagen haben wir noch den RB12, das Auto von 2016, das Auto, mit dem Max Verstappen, der Champion, seinen ersten Sieg eingefahren hat, beim ersten Mal, wo er den Wagen gefahren ist in Katalonien. Gut, das war aber auch nur, weil die Mercedes nicht in die Karre gefahren sind. Aber auf jeden Fall, das ist halt eine irre Story. Das Auto war etwas erfolgreicher wie der RB11, hatte, glaube ich, 2 Siege, 3 Siege steht da gar nicht drauf.
aber war natürlich auch schon das letzte Auto von der schmalen Hybrid-Serie, welche eine nicht besonders ästhetisch schöne Serie ist. Also es gab deutlich schönere Formel 1 Autos und auch deutlich, naja, extravagantere. Aber manche der Daten sind schon extrem beeindruckend. Also diese Hybridautos haben ja damals wahrscheinlich so 950 PS gehabt. Heute haben sie definitiv über 1000. Und das Gewicht war auch deutlich höher. Die V8s vorher, die hatten ein erlaubtes Mindestgewicht von 95 Kilo. Und die gesamte Hybrideinheit in diesen Autos mit den V6, wo ja der Motor kleiner ist, hatten aber ein Gesamtgewicht von mindestens 145 Kilo. Deswegen wurden die Autos auch immer schwerer, weil die einfach diese Power Unit, die da drin ist, halt auch elends viel Gewicht hat mit den ganzen Batterien und E-Motoren und so weiter, die da so weiter drin sind. So, das war es eigentlich soweit mit den Formel 1 Autos. Jetzt schaue ich mal, ob ich noch irgendwas zu einem Flugzeug weiß, was hier drin steht. Oder vielleicht finde ich ja noch eine Kuriosität. Natürlich ist Red Bull am meisten bekannt für sein Formel-1-Rennen, aber nicht nur in der Top-Liga des Motorsports war Red Bull vertreten lange Zeit. Ich meine, nennt mir mal eine Rennsportklasse, wo nicht mindestens mal ein Red Bull-gesponsertes Auto gefahren ist. Ich meine, wir haben zum Beispiel hier ein Xfinity IndyCar, hier haben wir einen WRC Polo. Aber auch nicht nur im Motorsport sind sie ja so vertreten, sondern auch in so ziemlich jeder anderen Sportart, ob Skifahren oder Skydiven oder Klippen springen. Red Bull ist ja überall vertreten und ich glaube, das ist so das Brillante an der Herangehensweise von Red Bull und seinem Gründer. Es ist mehr als nur eine Drinksmarke, es ist für Abenteurer, es ist ein ganz anderer Lebensstil. Und deswegen können sich auch so viele Leute mit Red Bull identifizieren, da sie einfach so weit vertreten sind überall in unserer Welt. Mittlerweile sind sie wirklich in unserem Alltag und das macht Red Bull eben so besonders. So, das war's hier im berühmten Hangar 7. Jetzt konnte ich mir das auch endlich mal anschauen. Auf jeden Fall extremst cool, nicht nur wegen den Sachen, die hier drin stehen. Ja, die Flugzeuge, die übrigens alle bereit sind zu starten und die Formel 1 Autos, die keine Motoren haben. Zwischendrin kann man rausgucken, kann den Flugzeugen zuschauen, wie sie starten und landen. Also würde ich euch auf jeden Fall auch raten, hierher zu kommen, vor allem da der Eintritt kostenlos ist. Ja, mit diesen Worten verabschiede ich mich bis zum nächsten Mal und ja, ich sehe euch in den nächsten Videos. Tschüssi! Gummibärchen.